technischen Errungenschaften der 70er Jahre hatten längst alle Voraussetzungen für den Entwurf einer mobilen Spielkonsole erfüllt. Mikroprozessoren und LCD-Bildschirme hielten in vielen Bereichen des Alltags Einzug und so ließen auch die ersten tragbaren Spielgeräte nicht lange auf sich warten. Doch den ersten tragbaren Daddelkisten fehlte es schlichtweg an einem brauchbaren Konzept. In den meisten war nur ein Spiel mit geringen Interaktionsmöglichkeiten verbaut. Und die Masse an Billigprodukten schwemmte selbst hochwertige Vertreter auf die Grabbeltische der Spielzeugabteilungen. Die Wende kam erst 1989, als zwei Visionen nach langer Entwicklungszeit Marktreife erlangten. Die Vision der Firma Epix, die ihr Projekt Handy an Atari verkaufte. Und die Vision des Spieleentwicklers Gunpei Yokoi, der nicht nur die Welt der Videospiele auf den Kopf stellte, sondern auch Nintendo den weltweiten Durchbruch bescherte. Vor 20 Jahren verlor jede lange Wartezeit ihren Schrecken. Zumindest, wenn man den Gameboy in der Tasche hatte, denn er bot Spielspaß rund um die Uhr. Egal ob auf dem Schulhof, in der U-Bahn oder im Flugzeug, der Gameboy war immer dabei, weil er problemlos in der Hosentasche verschwand. Obendrein galt die kleine Keksdose mit über 120 Millionen verkauften Einheiten lange Zeit als erfolgreichstes Videospielsystem und führte unzählige Spieler in ihr heutiges Hobby ein. Das Alter spielte dabei keine Rolle, denn wer sich unterwegs nicht langweilen wollte, kam um die Anschaffung der alten Keksdose nicht herum. Der Gameboy gehört somit zu den wichtigsten Systemen der Gaming-Geschichte. Gerade für geplagte Europäer, die bis 1990 auf den Videospielvertrieb durch Lizenznehmer angewiesen waren. Durch das brandneue Handheld sah sich Nintendo endlich gezwungen, eine europäische Vertriebsstelle in Großostheim zu gründen. Ein beachtlicher Erfolg. Vor allem, wenn man bedenkt, mit welchen Voraussetzungen der Gameboy gegen seine Konkurrenten antrat. Sein Erfinder Gunpei Yokoi hatte schon vor diesem Durchbruch Erfahrungen mit mobilen Spielgeräten gesammelt. Ihm verdanken wir zum Beispiel das Steuerkreuz, das er erstmals in Nintendos Game & Watch Handhelds verbaute. Die Form des Geräts, wie auch das sehr simpel gehaltene Startaufgebot des Gameboys, lassen allerdings darauf schließen, dass das neue Handheld für ihn lediglich eine Weiterentwicklung des Game & Watch Konzepts darstellte, bei der eine Pixelmatrix anstelle von LCD-Schablonen erlauben würde, unterschiedliche Spiele darzustellen. Und zwar gespeist durch Spielmodule, wie bei den Heimkonsolen. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten von Atari und Sega, die jeweils mit Farbbildschirmen auftrumpften, wirkte Nintendos Handheld somit ziemlich unspektakulär. Mit vier kontrastarmen Graustufen auf unbeleuchtetem grünem Hintergrund galt er jedenfalls nicht als technischer Durchbruch und wurde oft für seine Augenfeindlichkeit kritisiert. Doch so schlecht der Screen auch war, für Nintendo hatte er nur Vorteile. Der kostenlos beigelegte, süchtig machende Puzzle-Hit Tetris benötigte schon mal keinen Farbbildschirm und erwies sich auch in grün-schwarz als wahre Goldgrube. Die Tetris-Mania hatte gerade ihren Höhepunkt erreicht und so soll es sogar Leute geben, die sich nie ein anderes Spiel zugelegt haben, weil allein der Zweispieler-Modus per Linkkabel unerreichten Spielspaß vermittelte. Spielspaß statt Hightech war somit Nintendos Credo, was sich auch auf den Preis auswirkte. Mit gerade mal 150 Mark für das Grundgerät und 50 bis 70 Mark für Spielmodule war der Gameboy der günstigste Freizeitvernichter weit und breit. Und gerade beim Spielenachschub erwies sich der monochrome Bildschirm als sehr vorteilhaft, denn er verhinderte eine direkte Umsetzung von Heimkonsolentiteln. Dritthersteller vom NES, die im Gameboy eine weitere Geldquelle sahen, setzten in der Regel auf Neuproduktionen oder Abwandlungen bekannter Marken, die das Nintendo-Universum erweiterten. Für Nintendo und Kundschaft eine klare Win-Win-Situation. Zwar mussten viele Spieleentwickler erst lernen, ihre Grafiken mit genügend Kontrast auszubalancieren, da Spielfiguren dazu neigten, mit dem Hintergrund zu verschmelzen, doch im Laufe der Jahre lieferten ambitionierte Programmierer immer erstaunlichere Ergebnisse ab.
Angesichts der Darstellungsschwächen war die unter dem Display liegende Hardware sogar ziemlich leistungsstark und verführte manchen Lizenznehmer dazu, über das Ziel hinauszuschießen. Mit 40 Sprites bei maximal 8x16 Pixel konnte man immerhin einen Großteil des Bildschirms ausfüllen. Und dank Hardware-Scrolling grafische Tricks aus dem Hut zaubern, bei denen das altersschwache NES vor Neid erblasste. Ganz zu schweigen von der Klangabteilung, die zwar einen Songkanal weniger auf dem Kasten hatte und auf 4 extrem piepsigen PSG-Kanälen basierte, aber über die Kopfhörer glasklaren, digitalen Stereoton ausgab. Im Vergleich mit der Handheld-Konkurrenz war das aber kein ausschlaggebender Punkt, denn technisch war der Game Boy merklich unterlegen. Doch der vermeintliche Nachteil durch die konservative Architektur kristallisierte sich für Spieler als Vorteil heraus, denn die verwendeten Komponenten waren extrem stromsparend. Vor allem der Bildschirm. Die Abkürzung LCD steht für Liquid Crystal Display und beruht auf einer Technik, bei der die Moleküle von Flüssigkeitskristallen durch Spannungszufuhr ausgerichtet werden. Durch die Beschränkung auf Grautöne, sprich schwarz in 4 Transparenzstufen, konnte Nintendo auf eine Hintergrundbeleuchtung verzichten. Denn abhängig vom einfallenden Licht war der Kontrast entweder klar zu erkennen oder man sah so gut wie gar nichts. Um Farbnuancen unterscheiden zu können, musste hingegen stetig für einen starken und gleichmäßigen Lichteinfall gesorgt werden, der im optimalen Fall von hinten kam und massig Batterien fraß. Dieses Problem kannten Gameboy-Spieler nicht. 4 Batterien hielten bis zu 15 Stunden und versprachen ein 3-mal längeres Spielvergnügen als bei den konkurrierenden Handhelds. Allerdings war man dafür auf gutes Umgebungslicht angewiesen, was auch die Fantasie so mancher Zubehörlieferanten beflügelte. Dennoch blieb der Bildschirm der größte Kritikpunkt, selbst als Nintendo die Konkurrenz dank einer Flut an Hitsoftware längst abgehängt hatte. Jahrelang spekulierten Spieler und Presse über eine Variante mit Farbscreen, die aber auf sich warten ließ. Stattdessen wagte Nintendo einen Brückenschlag mit dem Super Game Boy, einem Modul für das Super Nintendo, mit dem sich Game Boy-Titel am Fernseher abspielen ließen. Entweder mit wählbarer Farbpalette für die 4 Graustufen oder in speziellen Fällen sogar in bis zu 13 vorgegebenen Farben. Das viel praktischere, weil mobile Handheld wurde hingegen nur äußerlich koloriert und mit weiteren Placebos am Leben erhalten. Darunter zum Beispiel eine Kamera samt passendem Drucker und einem geschrumpften Redesign namens Game Boy Pocket. Dessen schärferer, grau-schwarzer Bildschirm, der noch genügsamer mit den Batterien umging, war eine Wohltat für die Augen. Trotzdem gewannen Spielehersteller und Kunden solchen Maßnahmen nur wenig ab. Das Interesse an der altersschwachen Hardware fiel stetig und so blieb sie lediglich auf dem Markt präsent, weil die Konkurrenz bereits nach wenigen Jahren aufgegeben hatte. Stattdessen war es der Rollenspielhit Pokémon, der Kids rund um die Welt mit Sammeltrieb und Tauschbedarf in verschiedenen Editionen am Ball hielt. Das auf Kinder zugeschnittene Rollenspiel etablierte sich als stärkste Marke des Systems, sogar weit vor Mario, was die Lebenszeit des alternden Reisebegleiters um einige Jahre verlängerte. Zumindest bis dann doch endlich der Game Boy Color erschien, der die schwarz-weiße Optik nach rund 10 Jahren endlich ablöste. Trotz erweiterter Technik mit immerhin 56 Farben on-screen war dessen Leben allerdings sehr kurz. Denn einerseits hatte die Unterstützung für den Game Boy stark nachgelassen, andererseits kündigten sich schon 2 neue Konkurrenten am Horizont an, gegen die Nintendo mehr auffahren musste als nur Farbgrafik. Die Geschichte des Game Boys endet somit vergleichsweise bescheiden. Der einstige Spaßgarant für Jung und Alt, der seine Kundschaft im Sturm eroberte, wurde immer mehr zum reinen Kinderspielzeug und zur Plattform für uninspirierte Zweitverwertung. Das ist ungerecht, wenn man mal bedenkt, welche kulturellen Einflüsse dieser kleine Freizeitvernichter hatte. Doch hinterließ er ein Erbe, das noch viele Generationen überleben wird. Nämlich die Erkenntnis, dass Spielspaß nicht von der Grafik abhängig ist, sondern von einer zündenden Idee, die selbst in kontrastarmem Schwarz-Grün funktioniert.